Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 3, Year of the Dragon. Weiter geht's. Zu dem vermutlich letzten Part. Und jetzt heißt es, UFOs zerstören. Ha! Und ziellenkende Feuerbälle. Wobei das nur ein bisschen träge ist dann. Jo. Ah, das war gut gezielt. Haha. Oh! Nur ein! Wo bist du? Wo ist es hin? Hä? Ich kann sie doch nicht in Luft auflösen. Getroffen. Einer. Und da war er. Fehlt jetzt nur noch die. Dieses hier. Die Zauberin mal wieder. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Zauberin muss den letzten Kampf überlebt haben. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet, um ihren Zauber zu sparen und dich zu zerstören. Okay. Die beste Chance, sie zu besiegen, hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe sie mit einigen Zaubersprüchen belegt, um ihr mehr Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit zu geben, aber der Rest liegt bei dir. Nachdem du so weit gekommen bist, Spyro, weiß ich, dass du sie schlagen kannst. Oh ja. Ja. Wo fährst du hin? Na! Ja, das war ein bisschen besser. Ja. So leicht kommst du mir nicht, Zauberin. Bist du? Wo bist du? Knapp daneben ist auch vorbei. Nö, 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 nö. Ich hab sie gleich. Na! Wo bist du? Ja. Ja, gerne. Getroffen. Geh sogar mitten in die Fresse. Ja, aber das hat sie diesmal nicht überlegt.
Also Ende gut, alles gut. Unhöflich. Und schon wieder. Credits. Was für Welten werden diesmal gezeigt? Kann es sein, dass wir die gleichen gewesen sind? Denn dann macht es keinen Sinn, das normal zu zeigen. Machen wir nochmal Leben voll. Das ist aber der letzte Part. Das ist aber ein kurzer letzter Part. Ja. Das war jetzt mein Projekt zu Spyro 3. Der Nachfolgerprojekt wird wieder ein Tomb Raider Teil sein. Ja, Tomb Raider Legend. Das ist das nächste Projekt davon. Und ich würde sagen, ich mache hier... Was wollte ich gerade sagen? Ich mache hier einen Cut. Von wegen Cut. Das Projekt ist zu Ende. Also, das war mein Projekt zu Spyro 3, hier auszudrücken und bis zum nächsten Projekt. Ciao.